Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate 1. Wir sind in den Minen von Ashkel immer noch, aber zum größten Teil haben wir sie gesäubert. Wir haben sogar schon den Weg weiter nach unten gefunden und den vom Fallen befreit. Wir haben aber allerdings hier oben noch ein Stückchen zu erkunden, und da ich nicht möchte, dass uns irgendwelche Kobolde in den Rücken fallen, will ich dieses Stückchen auch noch erkunden. Aber vorher noch eine andere kleine Sache, was ich eigentlich schon bei der letzten Aufnahmesession machen wollte, aber irgendwie dann verdrängt hatte. Ein bisschen auf die Hintergrundstory eingehen, beziehungsweise auf die Hintergrundstory der einzelnen Charaktere. Weil jeder Charakter hat... abbrechen, Statistiken, eine Biografie. Also erstmal hier die Statistiken. Stärkster besiegter Gegner... mit der Gruppe verbrachte Zeit, kann man sich hier alles ansehen. Lieblingszauber, falls zutreffend. Lieblingswaffe, Bastardschwert. Ja, ist okay. Lieblingswaffe, Bastardschwert. Lieblingszauber hat er nicht. Er hat einen Ogrillon als stärksten Gegner besiegt. Imoen. Aaskriecher. Dynahir. Koboldkommando. Yahira, Grauwolf. Okay, Yahira hat den Grauwolf besiegt. Gesamte Erfahrungswerte der Gruppe 22%. Das dürfte sich demnächst auch noch ändern. Prozentsatz der von der Gruppe getöteten Feinde 14%. Erfahrungswert durch Tötungen. Anzahl getöteter Feinde. Müsste ich die meisten haben, oder? Ja, 69. Und das hier ist schon aktiv, weil ich Kämpfer 2 bin. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen, nämlich die Klassenkombination. Vorsicht! Eine Klassenkombination ist eine wichtige Änderung ihres Charakters. Vergewissern Sie sich, dass die folgende sowie die Beschreibung im Handbuch gelesen und verstanden haben. Klassenkombination ist eine Fähigkeit, die nur Menschen besitzen. Sie ist der Vorgang, bei dem Sie den Fortschritt in Ihrer momentanen Klasse stoppen und den Fortschritt in einer zweiten Klasse in Angriff nehmen. Sie behalten die Vorteile und Fähigkeiten der ersten Klasse Ihrer aktuellen Stufe, doch von nun an gewinnen Sie in der zweiten nur an Erfahrung. Für die Klassenkombination müssen Sie sich der aktuellen Klasse mindestens auf der zweiten Stufe befinden. Ihr Charakter muss bei den Hauptattributen Ihrer aktuellen Klasse mindestens 15 Punkte erreicht haben und mindestens 17 in den Hauptattributen der Klasse, zu der Sie wechseln wollen. Aufgrund von Gesinnungskonflikten oder innewohnenden Einschränkungen sind manche Klassen nicht kombinierbar. In Baldur's Gate müssen alle entstehenden Mischungen auch mögliche mehrklassige Kombinationen sein. Charaktere mit Klassenkombination müssen ähnliche Anforderungen erfüllen wie mehrklassige Charaktere. Sie müssen sich allen Einschränkungen der einzelnen Klassen halten. Beispielsweise kann eine Zauberkundigenkombination keine Zauber anwenden, wenn sie eine Rüstung trägt. Eine Diebeskombination kann Diebesfähigkeiten nur in Lederrüstung einsetzen und eine Kleriker- oder Druidenkombination kann keine Waffen einsetzen, die ihren Ethos nicht erlaubt. Wenn Sie in Ihrer ersten Klasse mindestens die zweite Stufe erreicht haben, können Sie sich für einen Wechsel zu einer zweiten Klasse entscheiden. Vorausgesetzt, Sie erfüllen die Bedingungen, es gibt keine Gesinnungskonflikte. Ihre erste Klasse wird deaktiviert und Sie beginnen wieder bei der Stufe 0 mit 0 Erfahrungspunkten in Ihrer zweiten Klasse. Von nun an können Sie als einklassiger Charakter in Ihrer neuen Klasse fortfahren. Sobald Sie zu einer zweiten Klasse umgestiegen sind, ist eine Rückkehr in die erste nicht mehr möglich. Ihre erste Klasse bleibt für immer auf dem momentanen Stand. Es wird Ihnen nicht möglich sein, die Fähigkeiten Ihrer ersten Klasse einzusetzen, bis Sie Ihrer neuen Klasse um eine Stufe höher als in der vorherigen liegen. Ein Beispiel. Wenn Sie ein Zauberkundiger der vierten Stufe waren und zum Kämpfer umgestiegen sind, können Sie erst dann wieder Ihre Zauberfähigkeiten einsetzen, wenn Sie als Kämpfer die fünfte Stufe erreicht haben. Wichtig, die Höchstgrenze für Erfahrung im Baldur's Gate, das ist uninteressant. Also da geht es darum, dass man nur 89.000 Erfahrungspunkte im Baldur's Gate sammeln kann, aber durch Legenden der Schwertküste ist das Ganze höher gesetzt. Deswegen ist das jetzt nicht so drastisch, kritisch wichtig. Also, und das hier sieht lustig aus, weil sie den Text nicht in eine Zeile gekriegt haben. Klasse. Also ich kann wirklich nur Magierspezialist, nein, Kleriker werden.
So. Wenn ich das mache, kann ich hier neue Fähigkeiten verteilen. Und zwar sollte ich nicht gerade stumpfe Waffen nehmen, weil ich kann nur einen Punkt da drin verteilen. Und wenn ich dann wieder meine Kriegerfähigkeiten bekomme, dann bleibt da nur ein Punkt drin, nicht die drei, die ich im Augenblick, zwei, die ich im Augenblick drin habe. Deswegen würde ich spitze Waffen und Geschosswaffen nehmen. Für den Augenblick. Wenn es dann soweit ist. Aber das lassen wir schön bleiben. Wir sind nämlich gerade mal Stufe 2. Ich möchte 5 oder sogar 6 erreichen, bevor ich meine Klasse wechsle. So, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Die Biografie. Und zwar werde ich jetzt pro Aufnahmesession am Anfang jeweils zwei Biografien vorlesen. Also jetzt zuerst von Talisa und Imoen, dann von Khalid und Shahira und dann von Minsk und Dünahir. So die Paare, die so zu einigermaßen zusammenpassen. Also die beiden sind ja verheiratet. Talisa und Imoen kennen sich von Kindheit an. Und Minsk und Dünahir, die sind, naja, ein seltsames Paar. Also zuerst mal Talisas Biografie. Ihr fühltet euch schon seit frühester Jugend vom Lärm der Schmiede angezogen und habt euch als äußerst begabt erwiesen, wenn es darum geht, den Mönchen der Burg die verschiedenen Werkzeuge anzufertigen, die sie von Zeit zu Zeit benötigen. Ihr habt ihnen alle Werkzeuge geliefert, die sie von Zeit zu Zeit brauchten. Durch den Einfluss der Geschichten eures Ziehvaters über Helden in Eisenrüstung wisst ihr jedoch, dass ihr viel lieber ein Schwert als den Schmiedehammer schwingen möchtet. Eine der Wächterinnen war so nett, euch unter ihre Fittiche zu nehmen und euch die Grundlagen der tödlichen Künste beizubringen. Ihr sehnt euch nun danach, die sicheren Wände eures mit Büchern gefüllten Hauses zu verlassen und euch gut bewaffnet entlang der Handelsstraße ins Ungewiss zu begeben. Ja, das ist so der Text, der abhängig ist von der Klasse und der Gesinnung, glaube ich. Also was den Hauptcharakter angeht, in dem Fall Talisa. Und das hier ist jetzt die richtige Hintergrundgeschichte. Ihr wisst kaum etwas über die Umstände, unter denen ihr Gorions Bündel geworden seid. Doch im Laufe der Jahre habt ihr aus seinen vagen Anspielungen und Worten, die er manchmal unter Tränen im Schlaf murmelt, ein wenig über die Geschichte eurer Mutter erfahren. Sie war eine Menschenfrau aus Sibrigmond. Das könnte Silbermond vielleicht sogar sein. Oder es gibt eine andere Stadt. Ich kenne nicht alle Städte in Ferun. Mit der er viele Jahre lang befreundet war. Da ihr euch nicht an sie erinnern könnt und auch keine Andenken an sie besitzt, glaubt ihr inzwischen, dass sie bei eurer Geburt gestorben ist. Vielleicht wurde Gorion durch den Schmerz dieser Trennung dazu veranlasst, sich in den engen Hallen von Kerzenburg einzuschließen und euch als seine eigene Tochter aufzuziehen. Über euren Vater habt ihr nie etwas erfahren. Ja. Also das ist unsere Hintergrundgeschichte, unsere Biografie, wie wir Kämpferin geworden sind, also wie Talisa Kämpferin geworden ist. Und wer unsere Mutter ist, also Talisas Mutter. Imoens Biografie. Genau, das ist immer sehr schön, dass sie das so eingebracht haben. Als sie sie nach ihrer Vergangenheit fragt, schlägt Imoen euch spielerisch auf die Schulter. Also wir fragen die Leute wirklich nach ihrer Vergangenheit. Sie sagt, dass gerade ihr sie kennen solltet, da ihr ja zusammen aufgewachsen seid. Und tatsächlich gelten einige eurer teuersten Erinnerungen den Treffen mit diesem lebhaften jungen Mädchen. Sie kam offensichtlich ebenso wie ihr nach Kerzenburg, doch sie war 10 Jahre älter als ihr damals und sie verbrachte viel mehr Zeit mit dem barschen Windtrop als mit Gorion. Wampe nannte sie ihn immer, sehr zum Leidwesen des alten Wirtes. Doch sie war 10 Jahre älter als ihr damals. Das klingt so komisch, als ob sie langsamer altert oder wir schneller. Ich meine, wenn man sich Talisa und Imo immer so mal anguckt, könnten die gleich alt sein. Sie scheint ewig ein Kind zu bleiben und gibt sich damit zufrieden, die kleine Schwester zu spielen. Doch seid ihr im gleichen Alter. Ach so, ja, okay, das ist ein bisschen verwirrend formuliert. Sie war 10, als sie auf Kerzenburg gekommen ist. Wir waren vielleicht ein kleines
Baby, also Talisa. Also sie ist 10 Jahre später erst auf Kerzburg gekommen. Nicht, dass sie 10 Jahre älter war als wir. Ja, okay. Gleichen Alter, ihr herzliches Lächeln sagt euch, dass sie mit euch reisen wird, wohin ihr wollt, egal welchen Weg ihr einschlagt. Ja, das ist das Schöne an ihr, Moin. Auch wenn sie neutral gut ist, wir könnten das mieseste Schwein sein, sie hält immer noch zu uns. Was? Nichts leichter. So, jetzt aber genug von der Biografie. Für die Gerechtigkeit. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines. Man kann es ja mal versuchen. Khalid hat eine Falle ausgelöst. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen, wie ihr wünscht. Ja, Hira, heimat Khalid. Dass der sich wieder in den Kampf begeben kann. So. Besser geeignet ist. Da sind wir jetzt mal blindlings drüber gestürmt und haben eine Falle ausgelöst, die Khalid fast getötet hätte. Nichts leichter als das. Das war vielleicht nicht so gut. So, jetzt können wir uns aber hier auf der Seite umsehen und erstmal die Brücke oben sichern, wenn da auch eine ist. Ja, da ist eine. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Und dann gucken wir mal, ob hier nicht noch ein Koboldnest ist. Und an der Brücke steht nicht mal jemand. Du bist Janko, denn ich verschwinde jetzt. Also hätten wir die obere Brücke genommen, hätten wir die nur nach Fallen absuchen müssen. Na, immerhin sind da keine Fallen. Hier sind nicht mehr Fallen, also hätten wir uns das Wundenheilen sparen können, die wir oben lang gegangen wären. Gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Gut zu wissen. Mal sehen, ob hier drüben noch was ist außer den beiden Kobolden. Sonst hat sich ja das ja fast nicht gelohnt. Also ja, hier scheint die Mündung der Lava zu sein, die hier entlang fließt. Und hier ist nur noch eine Sackgasse. Okay, wir haben wohl wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Trollgänge gefunden, also die uns trollen. Na, das bringt nichts. Das Gift können wir leider nicht werfen. Wir könnten aber das mal aufteilen. So, jeder kriegt 2 Gegengifte. Sicher ist sicher. So, Minsk, Gegengift. Und da geht es jetzt zurück zu diesem netten Gang hier drüben. Wir nochmal, wir noch nicht. Und ja, sie haben immer noch alle ihre Waffen beisammen. Das ist ja mal ein toller Zufall, dass zurzeit keine Waffen zerbröseln. Was wollt ihr? Ihr habt gerufen? Aber okay. Ja, beinahe unter meiner Würde. Das ist okay. Ist ja umso besser, brauchen wir keine Ersatzwaffen dafür. So, gut. Kurzer Quicksave. Für den Fall, dass das Spiel jetzt beim Gebietsübergang abstürzt, das passiert hauptsächlich in dem Naschkiller-Gebiet. Aber nein, es hat geklappt. Nochmal ein Quicksave danach, um sicher zu gehen. Hey, Kumpel. Pfeile und sprühende Farben. Kann sie jetzt, glaube ich, schon. Oder? Ja, kann sie schon. Sprühende Farben. Also nichts Interessantes. Das könnten wir verkaufen. Was wollt ihr? Gucken wir lieber mal hier weiter. Hier ist schon wieder ein großer unterirdischer See. Mit Kommandokobolden. Kann ich euch, wenn niemand besser geeignet ist? Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Wow, 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 Talisa sieht nicht gut aus. Ihr habt eine Aufgabe? Döner hier, Gahira Haikalit. Ja? Geben wir auf die Augen vor. Geben wir auf die Augen. Und hier weiter. Nichts leichter als das. So, Kommando-Kobolde. Das ist interessant. Die tragen nämlich,
meistens Feuerpfeile mit sich rum, auch wenn wir die noch nicht identifizieren können, glaube ich. Gut.